So eine kleine Zeit gab es schon. Da wurden gefühlt irgendwie 8 Innenverteidiger verpflichtet auf einmal. Dann denkt man natürlich schon nach, aber wie gesagt, jetzt darüber nachzudenken, oh, wie sieht es denn aus, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Ich bin von Grund auf, glaube ich, ein positiv gestimmter Mensch und denke, wenn ich dann fit bin und meine Leistung bringe, dann werde ich meine Chance bekommen und die muss ich dann nutzen. Heute im FCS-Blog, schon seit 2019 in Saarbrücken, heute aber zum ersten Mal im Interview und da freue ich mich sehr drauf. Auf Bonet Uaferro, habe ich es richtig ausgesprochen? Das war perfekt, ja. Erste Frage, und ich glaube, jeder, mit dem ich so im Vorfeld drüber gesprochen habe und dem ich erzählt habe, ich spreche jetzt mit Bonet Uaferro, der hat mir gesagt, die drängendste Frage ist ja wirklich dieses. Letztes Spiel, 55. Minute. Du stehst da wirklich nach, ich glaube, 8 Monaten an der Seitenlinie und betrittst wieder den Ludwigspark. Was war das für dich persönlich ein Gefühl? Also für mich war es schon sehr emotional, zumal war es auch der Geburtstag von meiner Frau und meine Tochter, die eigentlich ja schon ins Bett muss, durfte aber trotzdem noch mit ins Stadion. Deswegen wusste ich, dass die mir dabei stehen und ja, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass es halt schon so früh dazu kommt, dass ich wieder auf dem Platz stehe. Aber ja, bin extrem happy gewesen und ja, auch aufgeregt gewesen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war das in Ordnung für die ersten Minuten. Wie muss ich mir so als jemand, der kein Berufssportler ist, diese Zeit der Reha, wie muss ich mir die vorstellen? Was machst du da als Sportler? Man hat auf jeden Fall ein höheres Pensum, als wenn du nicht verletzt bist, ne? Es fängt halt an mit morgens Behandlung, dann geht es halt zur ersten Einheit. Dann gibt es nochmal eine Kältetherapie, Massage und eventuell dann noch eine Einheit. Also das ist schon echt ein langer Tag und wenn es dann auch wieder auf den Platz geht, dann kommen noch die Platzeinheiten dazu. Ja, aber das Gute ist, also nicht das Gute, aber ich hatte ja noch ein bisschen Begleitung mit Bjarne und Zelle und wir verstehen uns alle gut und deswegen war die Zeit jetzt auch da nicht so anstrengend und ging eigentlich gut vorbei. Wie hast du das, du sagst ja gerade schon Bjarne, der ja auch wieder nach Vertragslosigkeit zurück ist, Zelle, der schon kurz vor dir wieder eingestiegen ist, der auch schon krass viele Verletzungen hatte. Ja. Wie beobachtest du da dann als Innenverteidiger die Zeit, in der deine Kollegen quasi spielen und da bilden sich ja dann auch neue Teams in der Innenverteidigung? Ist es für dich dann, denkst du dann auch zwischendrin mal so nach, oh shit, da habe ich jetzt meinen Platz verloren, ob ich den je wieder krieg? So eine kleine Zeit gab es schon. Da wurden gefühlt irgendwie 8 Innenverteidiger verpflichtet auf einmal. Dann denkt man natürlich schon nach, aber wie gesagt, jetzt darüber nachzudenken, oh, wie sieht es denn aus, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Ich bin von Grund auf, glaube ich, ein positiv gestimmter Mensch und denke, wenn ich dann fit bin und meine Leistung bringe, dann werde ich meine Chance bekommen und die muss ich dann nutzen. Und ja, alles andere. Ich freue mich für Zelle, für Bjarne, dass die spielen, weil wir. Ich glaube, allgemein als Innenverteidiger ist man irgendwo immer so ein kleines Team auch. Ja, deswegen, da ist kein Grau gewesen, irgendwie, dass die jetzt gespielt haben und ich nicht. Eher im Gegenteil. Als du über das Spiel gesprochen hast, hast du direkt über deine Familie geredet und du, also wer dir auf den sozialen Netzwerken folgt, der bekommt einen Eindruck, dass Familie für dich echt wahrscheinlich das Wichtigste im Leben ist. Wie haben die denn deine Reha unterstützt? Ich kriege da voll zur Unterstützung von meiner Frau. Ist halt gerade auch keine einfache Situation gewesen wegen Corona. Die Kleine geht eigentlich in die Kita, dann wird sie jedes Mal rausgenommen. Dann muss meine Frau dazu ja auch arbeiten. Es war alles nicht so einfach, aber ich glaube, wir haben das schon ganz gut hinbekommen. Und wie gesagt, ist auch wichtig für mich, dass sie da hinter mir steht und mir sozusagen dann auch ja, alle Türen öffnet, dass ich mich jetzt nicht sauer ist, dass ich jetzt 3-mal am Tag dann trainieren gehe, sondern mich da unterstützt. Deswegen, ja. Ist schon sehr, sehr wichtig für mich. Also was für mich so neu ist, so wenn ich Reha höre, denke ich so erstmal, okay, dann ist ja vielleicht ein Fußballer mehr zu Hause, aber wahrscheinlich ist es das Gegenteil. Wahrscheinlich warst du weniger zu Hause dann. Genau, ja, das ist ja das, was ich eingangs erzählt hatte. Es fängt halt mit morgens Massage, Behandlung an, dann hast du dein Training, dann gehst du nach Hause kurz und dann gehst du nochmal zur Reha. Also
Ja, im normalen Trainingsbetrieb hast du vielleicht zwei, dreimal die Woche doppelt, aber in der Reha ist es halt dann jeden Tag eigentlich, dass du da von, sag ich mal, 8 aus dem Haus gehst, dann zu Hause kurz was isst und dann wieder, weiß nicht, 17, 18 Uhr nach Hause kommst. Deswegen ist das Pensum dann in der Reha auf jeden Fall um einiges höher. Ja, und dann auch mit beide Eltern berufstätig und Kind in der Kita, das Ja. mit Sicherheit nicht einfach in Corona. Definitiv, definitiv. Nicht einfach. Du spielst ja in einer Mannschaft, wo so alle Altersgruppen so mit drin sind. Da gibt es ja die ganz Jungen, für die das Fußballgeschäft quasi so als Abenteuer losgeht, und du bist ja quasi schon sehr erfahren, hast schon viel gesehen. Und hast auch diese Alltagsprobleme mit Familie und Beruf und alles. Bist du da auch, sag ich jetzt mal, jemand, der da junge Spieler mit an die Hand nehmen kann? Oder ist das weniger so ein Thema in der Kabine? Also ich glaube, dass auch die jungen Spieler dann eher zu Leuten auch gehen, wo sie halt viel privat auch machen. Ich glaube jetzt nicht, dass dann ein junger Spieler dann zu mir kommt und fragt, ja, wie kann ich mit gewissen Themen umgehen oder ich habe das und das Problem. Es kommt manchmal vor und dann ist auch, glaube ich, jeder, nicht nur ich, sondern jeder in der Mannschaft hat ein offenes Ohr für denjenigen und versucht ihnen da zu helfen. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn es Probleme gibt, dann bestricht man das eher mit Leuten, die halt, womit man auch privat viel zu tun hat. Du hast ja schon gesagt, in der Reha hast du so eine Art kleine Gruppe gebildet mit Bjarne und Steven, die drei quasi Innenverteidiger, die dann außen vor waren. Wie war denn in der Reha-Zeit so der Kontakt in der Mannschaft? Warst du die ganze Zeit, hast du dich noch als Teil gefühlt, oder gab es auch so Zeiten, wo du so wenig Kontakt mit den Kollegen hattest? Nee, also ich mag es halt, wenn ich verletzt bin, dass ich halt mich des Öfteren zeige, zum Beispiel einfach mal ein Training zugucken gehe, Heimspiele sowieso. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Deswegen bin ich auch kein Fan von Reha außerhalb von Saarbrücken oder der Arbeitsstätte, weil man dann irgendwo halt wirklich dieses Teamgefüge, man weiß nicht, was da gerade aktuell abgeht, wie ist die Stimmung und so. Glaube ich, wenn du dich ab und zu zeigst, die Leute vergessen dich dann auch nicht. Und man kriegt halt ein gutes Gefühl, wie gerade die Lage ist. Und ja, da bin ich immer ein Fan davon. Und ja, wir waren alle immer zusammen und haben uns gut verstanden und haben auch einiges mitbekommen, nicht alles, aber vieles, ja. Wie war das für dich, deine Mannschaft quasi als Zuschauer über Monate zu sehen? Guckst du als Zuschauer vielleicht ein Spiel auch anders, als wenn du auf dem Platz stehst? Ja, würde ich schon sagen. Also ich bin erstens ein ganz schlechter Zuschauer. Also Wieso das? ich glaube, ja, ich bin, glaube ich, aufgeregter als die Leute auf dem Platz, ne? Ich fieber da komplett mit, zitter fast immer. Hab hier auch zu Hause, wenn auswärts spiele, mal ganz kalte Hände. Ja, also wie gesagt, Zuschauen ist nicht so gerade mein Ding. Ich bin dann lieber auf dem Platz. Aber ja, man guckt natürlich auch anders drauf, weil man ja auch einfach viel mehr sieht. Bei welchem Spiel war es denn am schlimmsten, so von dem Zittern her? Wo bist du quasi am meisten so emotional mitgegangen? Emotional war ich, glaube ich, jetzt vor kurzem das Spiel gegen Magdeburg. Da war ich voller Elan und die Mannschaft hat eine klasse Leistung abgeliefert und habe denen einfach nur gewünscht, dass sie irgendwie wenigstens diesen Punkt erreichen. Hat trotzdem nicht geklappt. Aber ich glaube, wie die Mannschaft sich da präsentiert hat, war schon sehr top. Und ja, das war jetzt so ja, schon das emotionalste Spiel so zum Zugucken. Warst du da auch im Stadion? Leider nicht, ne. Weil die im Stadion waren, die haben ja auch nochmal berichtet, dass da ein bisschen heißer herging, zumindest auf den Ja. Presseplätzen. Und so im Stadion, gab es da irgendwelche Erfahrungen, die du da gemacht hast? Ist ja auch nochmal besonders, wenn du dann auf der Haupttribüne sitzt. Das ist ja in Saarbrücken, ich weiß nicht, ob du so mitbekommen hast, früher hatte auch so diese Vortribüne, als es die noch gab, immer so den Ruf, dass da schon ein bisschen ruppiger zugeht und so. Ja, das ist mir jetzt, also wie gesagt, wenn man spielt, bekommt man das, glaube ich, nicht so mit. Aber jetzt so, wo man auf der Tribüne sitzt, da kommt schon auch relativ früh in Frühphasen des Spiels, kommen da schon einige harte Kommentare, wo man immer denkt, also bist du jetzt ein Fan des Vereins oder des Spielers, so, weil sich das
manchmal dann auch so anhört, als ob das gegnerische Fans wären. Also wirklich übertrieben. Aber ich glaube im Haupt, wie gesagt, das sind Einzelfälle. Ne? Ich würde da jetzt niemals sagen, dass die ganze Vortribüne oder Haupttribüne da so mürrisch ist. Aber ja, die Fälle kamen vor und da tut man sich auch schwer, dann auch nichts zu sagen als Spieler, weil man ja auch irgendwo seine Mannschaft verteidigen will. Kommt auch manchmal vor, dass man dann zu denjenigen hingeht und sagt, ey, hör mal zu, hör auf damit oder ja, aber im Endeffekt kannst du da nicht viel tun. Ne? Musst du manchmal einfach nur eine Seite rein, andere Seite raus und ja, das ist halt manchmal im Fußball. Wie reagieren die Leute, auf die du dann zugehst? Also bis jetzt waren die schon sehr einsichtig, versuchen sich halt zu erklären, ja, das geht seit Wochen. Es gibt halt gewisse Phasen in der Saison, wo es dann mal ein bisschen schlechter war. Ja, und man kann die natürlich auch verstehen, ne? Wenn die mit Herzblut dabei sind, dann rutschen auch mal Sachen raus, die sie vielleicht nicht so meinen. Aber ja, wie gesagt, bis jetzt waren die eigentlich schon einsichtig dann im Nachhinein. Es ist ja auch so, durch Corona hat sich auch viel von dem Geschehen um so einen Fußballverein auch ins Netz verlagert. Du bist auch im Netz viel aktiv. Bekommst du dann auch manchmal so blöde Kommentare mit im Netz? Weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, als deine Vertragsverlängerung letztes Jahr durch war. Und das war ja auch eine Phase, du kamst aus der Verletzung schon in der letzten Saison und hattest erstmal einen schweren Stand. Und da kamen auch teilweise, sage ich jetzt mal, unschöne Kommentare. Liest du sowas oder bekommst du sowas mit? Man, zufällig liest man sowas, manches kriegt man auch geschickt, was man auch vielleicht gar nicht geschickt haben möchte. Ja, wie gesagt, Social Media ist die eine Sache, ne? Da können Leute halt ohne wirkliche Identität Sachen reinschreiben. Deswegen gebe ich da gar nicht so viel Gift drauf. Aber ja, man liest das, ist unschön, aber im Endeffekt ja, kannst du nichts dran ändern und musst deinen Weg weitergehen. Wie siehst du quasi im Moment den ersten FC Saarbrücken? Weil es gibt ja so diese, sage ich jetzt mal, komische Situation, dass viele sagen oder viele sagen, naja, das Spiel ist schlechter geworden, angeblich, aber die Ergebnisse sind ja sogar besser als in der letzten Saison. Man steht ja richtig gut da. Wo siehst du den Verein im Moment? Der entwickelt sich auf jeden Fall. Es ist ein großer Umbruch jetzt Anfang der Saison gewesen, den man, glaube ich, so auch nicht wollte. Du hast viele neue Spieler bekommen, einige verletzte Spieler, die eigentlich eine Rolle gespielt haben. Ja, und dann ist es natürlich schwierig, dann ja, ein gewisses System auch zu verfolgen. Ich glaube, man sieht jetzt auch langsam, wenn ein Zellner zurückkommt oder, ja, sage ich mal, ein Pius Kretschmer. Wenn die da hinten drin stehen, dann ist es halt auch wieder eine ganz andere Ausgangslage, wie man ein Spiel, sag ich mal, aufbaut. Und so allgemein finde ich, es gab viele Vereine, die vielleicht mit einem etwas einfacheren Fußball, den wir vielleicht jetzt spielen, sehr erfolgreich sein können. Und das sind wir aktuell. Wir haben halt vorne einen Turm wie Adriano drin und wenn wir den nicht ausnutzen, dann werden wir, ja, wenn wir uns selber da einer gewissen Qualität berauben. Und ich glaube, ja, wie gesagt, es ist eine Entwicklung. Man wird sehen, inwieweit die gehen wird. Aber ich bin eigentlich sehr guter Dinge, da wir auch, glaube ich, sehr flexibel sein können. Wenn man jetzt sieht am Wochenende mit Sebi einen schwimmenden Stürmer vorne, ne, da hast du halt auch wieder andere Sachen, die du einbringen kannst. Ja. Und ja, da bin ich eigentlich guter Dinge. Wenn du dich jetzt auf dem Platz sehen könntest, wie du spielst, wie würdest du deinen Spielstil so beschreiben? Weil es gibt ja, wie du sagst, Zelle ist ja eher so der auch mal einen Feinfuß hinten raus macht, der auch manchmal so einen Haken schlägt, wo dann die Zuschauer, oh Gott, nochmal gut gegangen. Würdest du sagen, du bist eher dann der robuste Part in der Abwehr oder auch mal so ein Spieler? Ja, ich glaube schon ein bisschen ähnlich wie Zelle, aber nicht ganz so krass, weil ja, also das finde ich schon enorm, wie viele Drillings er geht als Innenverteidiger. Ich glaube, das gibt es so gar nicht in der Liga oder allgemein in der zweiten, keine Ahnung. Aber wie gesagt, er hat halt auch diesen extremen Geschwindigkeitsvorteil, wo er dann auch einfach die Sachen so lösen kann, wie er sie macht. Ja, ich würde schon sagen, vielleicht etwas robuster, aber ich glaube jetzt auch nicht, jetzt irgendwie, ja, ein krasser Holzfuß würde ich mich jetzt nicht bezeichnen.
schon technisch versiert und ja, mit einer guten Übersicht, würde ich sagen. Kommen wir nochmal so ein bisschen zu dir und wie du hierher gekommen bist nach Saarbrücken. Das war ja für viele relativ überraschend, dass du 2019 im Sommer eigentlich gestandener Drittligaspieler, dass du dann ins Saarland kommst. Und nochmal krasser ist es persönlich, finde ich, wenn man weiß, dass du aus Berlin kommst, weil du hast ja quasi Berlin, Metropole oder damals warst du ja bei Fortuna Köln. Köln ist ja jetzt auch nicht eine Kleinstadt. Tauschst du dann auch aus gegen Saarland und gegen damals noch Völklingen? Wie kam es Nö. dazu? Das war eigentlich relativ spontan. Ich war sogar im Urlaub gewesen, als ich ja, zugesagt habe beim ersten FC Saarbrücken. Ja, wir sind abgestiegen mit Fortuna Köln. Das spricht immer nicht für einen Spieler, also im positiven Sinne. Und ja, ich war am Anfang auch etwas enttäuscht, muss ich sagen, dass es halt irgendwie nicht in der dritten Liga funktioniert hatte. Aber ich wusste halt auch, dass wir haben des Öfteren gegen den ersten FC Saarbrücken gespielt und ich wusste, was für eine Qualität hintersteckt, was für ein Traditionsverein das ist. Und ja, manchmal muss man halt, wie gesagt, einen Schritt zurückgehen, um zwei vorzumachen. Deswegen war ich da auch, wo es denn fix war, war ich schon guter Dinge. Was würdest du denn sagen, war so bislang dein schönster Moment, im blau-schwarzen Trikot? So, wenn du so auf die letzten Jahre zurückguckst. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das war die DFB-Pokalsaison. Ich selber habe leider, also vorher noch nie DFB-Pokal gespielt. Habe es irgendwie nie geschafft. Mit Fortuna Köln nicht. Und die Station davor gab es auch nicht. Deswegen war das für mich etwas ganz Neues, aber auch sehr emotional und sehr schön, da es halt erfolgreich war. Und ja, das war so auf jeden Fall das mitprägendste Sportevent für mich jetzt gewesen in meiner Karriere bis Es gibt ja auch immer noch diese Szene aus dem Regensburg-Spiel, wo du im Mittelpunkt stehst. So, wirst du da noch Ja. öfters drauf angesprochen, diese Rettungsaktion, wo Ball quasi aufs leere Tor geht und du den gegen die Latte köpfst? Ja, es kommt ab und zu mal vor, dass ja, unser Fitnesscoach zum Beispiel, der Christoph Fuhr, sagt es öfters, wenn ein neuer Innenverteidiger kommt, ja, guck dir mal die Szene an und so. Ja, ab und zu sprechen Leute einen drauf an, war natürlich schön, war aber auch nicht gewollt, muss man dazu sagen. Ich wollte rüberköpfen, ja, wurde ein bisschen flacher, aber ja, hat trotzdem ganz gut geklappt. Wenn du jetzt auf die Zukunft guckst, ihr steht im Aufstiegsrennen noch mit drin. Ich denke, Magdeburg ist meine persönliche Einschätzung, ist halt durch, aber da gibt es ja auch noch einen zweiten Platz und einen dritten Platz für die Aufstiegsspiele-Relegation. Was denkst du, kann man da erreichen? Alles oder nichts. Ne? Ja, man muss jetzt einfach zusehen, dass man kontinuierlich punktet. Ne? Man darf jetzt keine Schwächephase mehr haben in der Endphase. Ja, man muss einfach stabil bleiben, als Mannschaft noch mehr zusammenwachsen, um wirklich oben dran zu bleiben und es vielleicht dann auch zu schaffen, in was für einer Weise auch immer. Ja, aber wie gesagt, es kommt halt auf also wir müssen halt kontinuierlich bleiben. Jetzt kam ich nicht aufs Wort. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn wir nochmal irgendwie so eine schwache Phase haben sollten, glaube ich, wird es ganz, ganz schwer, weil es einfach auch über die Jahre, die sieht man ja immer wieder, dass es einfach brutal eng ist. Wenn du dann zwei, drei Spiele nicht lieferst, dann ja, stehst du halt auf einmal irgendwo in der Mitte in der Tabelle da. Und ja, deswegen muss man schauen, wo unsere Reise hingeht dann. Was ist denn für dich persönlich so das Ziel? Weil du bist ja jetzt auf deinen ersten Kurzeinsatz gekommen oder 35 Minuten ist ja jetzt auch nicht kurz oder 30 Minuten. Aber die Abwehr-Viererkette ist ja relativ jetzt fix so. Was willst du erreichen? Das wird ja jetzt auch nicht einfach, sich da wieder reinzuspielen. Nee, das auf jeden Fall nicht, da wir ja auch eine sehr gute Saison spielen. Ne? Da erwarte ich jetzt nicht vom Trainer, dass er mich direkt reinschmeißt. Ja, für mich, ich möchte einfach wieder zu dem Fitnessstand kommen, wo ich also wie ich in der Vorbereitung war. Und dann darüber hinaus, man weiß nie, wie irgendwas passiert. Und zu diesem Zeitpunkt muss ich dann einfach da sein und liefern. Und dann
wird sich dann auch herauszeigen, was dann in der Zukunft, ja, wie es dann weitergeht. Ja, in der Zukunft, dein Vertrag endet im Sommer, ne? Bei Saarbrücken. Ja, außer ich mache noch 20 Spiele, aber das kriege ich, Leute, nicht mehr hin. Achso, du hast so eine Klausel auch, diese mit der automatischen Ja. Verlängerung. Okay. Ja, das wird schwer. Da hat man auch im DFB-Pokal hätte man dann vielleicht ein bisschen, hätte man sich vielleicht für den DFB-Pokal qualifizieren müssen und dann nochmal so eine Saison Ja. abliefern. Was sind so deine Überlegungen, wenn du so denkst, ich meine, du bist jetzt über 30, sind wir jetzt beide. Aber bei Fußballer ist das halt auch so, wahrscheinlich so die Grenze, ab der du schon drüber nachdenken musst, was auch irgendwann nach dem Fußball kommt. Was ist da so deine Überlegung? Die sind auf jeden Fall aktuell sehr, sehr hoch. Gerade mit jeder Verletzung wird es, glaube ich, auch, ja, es kann halt morgen vorbei sein. Man weiß nie, was passiert. Wünsche ich mir natürlich nicht. Ja, man guckt sich, ich bin da noch relativ offen, weil ich will mich da nicht jetzt schon so auf eine Sache fixieren. Ich gucke mir einige Sachen an und hole mir auch viele Informationen in gewissen Bereichen ein. Frage meine Freunde, Familie, wo sie mich vielleicht denn auch sehen, weil die vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel auf mich haben. Aber wie gesagt, jetzt irgendwas fix gibt es aktuell noch nicht. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre Fußball spiele und ja, hoffe, dass ich dann in dieser Zeit jetzt, wo ich noch Fußball spiele, dann meinen weiteren Weg dann finden werde. Gibt es da also so erste, so kleine Ideen? So, ich meine, es gibt ja welche, als ich mit Daniel Batz hier gesprochen habe, der meint ja so, er will auf jeden Fall so im sportlichen Bereich bleiben, will mit Spielern arbeiten. Das hat sich so angehört in Richtung Physiotherapeut oder Sportmedizinisches. Gibt es bei dir was, wo du vielleicht so sagst, das könnte so ein Interesse sein, wo ich auch so einen Beruf draus machen kann? Ich habe damals halt eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Das geht, kann halt in viele Richtungen gehen, aber das hat mir schon sehr Spaß gemacht. Da würde ich mich vielleicht auch sehen, aber wie gesagt, dafür habe ich halt aktuell einfach zu wenig Einblicke, was dort abgeht, was da gefordert wird. Aber jetzt, dass ich jetzt unbedingt Trainer sein möchte oder so, oder sehe ich mich nicht. Und ja, es kann sich natürlich alles ändern, ne? Jetzt in den nächsten Jahren, wenn man ein bisschen älter wird und erfahrener, hat man ja auch viel Input und vielleicht schlägt man dann doch nochmal diesen Weg ein als Co-Trainer oder eine Fußballschule zu eröffnen oder sowas. Das könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Aber wie gesagt, da gibt es noch nichts Aktuelles oder Fixes zu diesem Zeitpunkt. Ja. Vielleicht nochmal kurz zu dir. Ich meine, du bist wie wir alle in der gleichen Situation. Es ist draußen immer noch Corona, man darf weniger machen. Was machst du, um zu entspannen, nach wenn der Fußballarbeitstag rum ist? Ich setze mich gerne vor die PlayStation abends, wenn meine Kleine dann im Bett liegt und meine Frau ihre Serie guckt, dann ja, setze ich mich vor die PlayStation und spiele ein paar Runden mit Robin Scheu und Tobias Jennecke gerne. Und Sehr was zockt erholend. ihr da? Fortnite aktuell, ja. Also eigentlich schon ein sehr jugendliches Spiel, aber ja, sind wir schon sehr lange dabei und ja, macht immer noch Spaß. Und wer ist der Beste von euch dreien? Ich, safe. Ist schade, dass ich das Robin Scheu Interview schon hatte, sonst müsste ich mal die Gegenmeinung fragen, keine Ahnung. Der muss das bestätigen, ne? Ich kenne mich jetzt mit Fortnite so nicht so aus. Ich habe nur eine Nintendo Switch. Ich zocke andere Sachen. Ja, ja. Ist das dann im geschlossenen Raum oder spielt ihr dann so gegen die ganze Welt so und Ja, das ist offen. Also wir sind in sozusagen einem Dreierteam und spielen dann gegen 97 oder 96 andere Leute weltweit oder europaweit ist das, glaube ich, dann. könnten die checken, dass ihr drei Profifußballer aus der dritten Liga seid oder? Nee, nee, keine Chance. Wir sind jetzt auch fast schon am Ende. Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht den Leuten da draußen mitteilen willst oder irgendwie was dir auf dem Herzen liegt? Ja, schaut euch den FCS-Blog an, der macht echt super Analysen, super Interviews. Nee, also ich bin erstmal Dankeschön für die Einladung, fürs Interview. Hat echt Spaß gemacht und ja, ich hoffe, du gehst deinen Weg da auch weiter. Wie gesagt, ich verfolge den so gut es geht und ja, bin auf jeden Fall auch froh, jetzt ein Teil davon gewesen zu sein. Auf jeden Fall voll cool. Danke, Bonet Uaferro, fürs Interview und
Auf jeden Fall viel Erfolg in den nächsten Spielen und hoffentlich kommst du zurück. Und egal auf welcher Position, du hast ja gegen Türk Gücü, das habe ich in der Statistik auch gesehen, auch mal Stürmer gespielt für nach Ja, das Einwechslung. stimmt. War ein ganz kurioses Spiel, aber auf jeden Ja, Fall wollen wir dich auf das dem stimmt. Platz nochmal sehen. Dankeschön, Dankeschön. Das FCS-Blog ist und bleibt unabhängig und ihr könnt das unterstützen.